das ist nur ein Gehöft. Das ist quasi direkt in deiner Nähe. Hallo Leute, willkommen zurück bei Scum. Ja, wir haben die zweite Aufnahmesession heute und so wie es aussieht, hat der Kai keine Gegner bei sich. Hallo Kai an der Stelle. Hallo. 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 Und es ist immer noch dunkel. Und es ist wieder dunkel. Und das heißt also, er kommt anscheinend jetzt unbeschadet bis bei uns. Das heißt, unser Rückzugsmanöver wäre ja gar nicht nötig gewesen. Aber ist egal, hätte ja auch anders sein können. Es hat ein neues Update gegeben, davon kann ich euch direkt berichten. Und zwar hat man bei diesem Update einer der wichtigsten Stoffe überhaupt eingeführt. Und zwar Kaffee. Also hast du jetzt auch gewartet, dass das einer von uns beendet, den Satz? Ja, eigentlich ja, schon das ein bisschen. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe so ein bisschen gehofft. Ich denke, so der wichtigste Stoff überhaupt. Und dann hätte dann vielleicht einer gesagt, Koks. Ja. Oder der andere hätte gesagt, Red Bull. Und dann hätte ich gesagt, nein, es ist ordinärer Kaffee. Und alle so, yeah. Aber ich merke schon, dass diese spontan getriggerten Events mit euch, das schafft ihr noch nicht. Die getriggerten Events, als würden wir sofort das krasse Actionspiel spielen. Oh Mann, ey. Leck mich am Arsch. Also Kaffee ist eingeführt worden. Wenn man Kaffee trinkt, kriegt man einen Energieboost, stand da. Das heißt also, man hat ja die Laufenergie, ne, die Ausdauer, die ja, wenn man halb läuft, halb runter geht. Und wenn man halb einen Kaffee trinkt, geht dann diese Energie wieder hoch. Es stand leider in den Patch Notes nicht drin, wie viel hoch. Hallo Alea. Das gab es übrigens auch abends bei deiner Frau im Bett da. war das spontan genug getriggert? Das war super spontan getriggert hier. Und die ist ja nicht zu Hause. Wir könnten kurz, wir könnten in B1 zum Loot Drop gehen. Ja, wollte ich auch. Ja, dann Abfall. Oh, das war ich. Habt ihr das gehört? Wir warten ja auf dich. Ich laufe gerade einfach Richtung Osten. Oder gegen Richtung Süden? Wohin soll ich laufen? Richtung Westen, hatte ich doch gesagt. Alter, warum sollte ich denn Richtung Westen laufen? Ja, weil wir da sind. Nee, ohne. Nee, wir wollen aber noch. Nee, ich laufe Richtung Loot Drop. Okay, dann laufen wir auch Richtung Loot Drop. Ah ja, der ist da lang. Na, ich bin wieder so unentschlossen, ich weiß. Ich sehe Half Soul Wild, mein Freund. Half Soul Wild. Ja, ich auch. Ja. Also, es gibt noch Neuerungen, und zwar hat man offensichtlich ein bisschen sich darüber beschwert, dass das Bombenentschärfen und das Schlösserknacken zu schwer ist. Ach! Ja, und da haben sich die Entwickler doch was ganz Tolles einfallen lassen. Die haben sich gedacht, nee, bevor wir das leichter machen, bauen wir Übungsgadgets ein. Das heißt, man kann jetzt zwei Items kräften, eins für Bombenentschärfen zu üben und eins, um Schlösserknacken zu üben. Ah ja, ich habe übrigens den ganzen Karton Sicherheitsnadeln gefunden. Ich habe jetzt 20 Dietriche. Dann wird heute noch ein Schloss geknackt. Jawohl. Aber erstmal den Loot-Drop. Wir bauen uns das Sicherheitsschloss. Genau. So, und das zweite, was noch rausgekommen ist, das dritte, Entschuldigung, sind Alarm-Gadgets. Das heißt, ich glaube, bis wir da bitte sind. Gadgets. Gadgets, Entschuldigung. Das heißt also, man kann die in seinem Gebiet platzieren und wenn ein Gegner oder ein Puppet, weiß ja die Zombies hier, die auslöst, ne, dann weiß man, aha, da ist einer. Das heißt also, das ist zum einen eine sogenannte Feuerwerksfalle. Das heißt, da läuft man rüber und dann löst man das Feuerwerk aus. Zum zweiten, ja, total, ne? Davon bauen wir ganz viele. Ich wusste, dass du begeistert bist. So, und zum anderen ist es eine... Was war das andere nochmal? Ich hab's vergessen. Eine SMS-Falle. Ja, das war die dritte, genau. Die Silent Track, ne? Die gibt dann einfach ein SMS dann an ein Handy, was auch jetzt man finden kann, ne? Und dann gibt es dann, Achtung, da sind Gegner im Sektor so und so. Das heißt also, wenn Gegner in dein Gebiet reinkommen und die Falle knallst du die über den Haufen. Genau. Das Problem an den Fallen ist natürlich, es muss auch einer reinlaufen, sonst ist das alles nichts, ne? Ich glaube, bis wir da sind, ist er explodiert.
Ich vermute leider auch. Wo bist hier du explodiert denn jetzt ungefähr, Kai? Ich bin auf der gelben Straße links davon. Links ein bisschen höher. Genau im Eck bin ich jetzt fast. Ah ja, okay. Wir sind links von dem Eck. Bisschen laufen können wir jetzt eigentlich auch mal. Müssten wir uns eigentlich mal treffen langsam. Wir müssen weiter mehr nach Osten jetzt. Ne, wir sind noch zu weit westlich. Du kannst uns noch nicht sehen. Ich habe das Gefühl, es wird wieder hell. Mhm. Aber das sage ich, glaube ich, in jeder Folge, ne? Ja. Ah, super. Und zum Ende der dritten Folge ist es dann auch hell. Super, ich habe mich gerade verletzt. Wieso tust du auch sowas? Weil du ich Wicht. Ein Vollspacken bin. Nee, du bist ein Wicht, genauso wie ich ein Wicht bin. Ich bin auch ein Wicht. Nein, ich bin ein Winzling. Oh! Du bist ja gestorben. Ich bin ganz süß. Mhm. Kommst du? Ich hink so oder so nur noch. Kannst ruhig vorlaufen. Okay. Und jetzt bin ich tot. Was? Ja, ich bin verblutet. Schwachsinn. Nein, ich bin verblutet. Man sieht ja deinen Namen nicht mehr. Du weißt doch, wo ich gelegen habe. Du kannst mich wieder aufrichten. Bist du wirklich verblutet? Jaha! Ja, Alea, komm zu mir. Ja, ich komme. Ich sehe gar nicht, dass du dich überhaupt bewegst, weil ich kann nämlich sehen, was du tust. Hä? Hör mir doch mal den Loot Drop, ne, Leute? Ja. Man, es ist auch einfach mal der Zeitpunkt angekommen, wo man auch seine Teammates einen Scheiß gibt. Danke. Vor allem, wenn sie alt und gebrechlich sind. Das ist nicht nett, aber wahr. Und wie kann ich dich jetzt aufrichten? Ich weiß es nicht. Guck mal, ob sie irgendwie einen Verband in der Hand nehmen musst oder so. Oder? Du rufst die Malteser an, dann kommen die vorbei. Die Malteser helfen dem hoch und fahren wieder. Und dann fahren die wieder. Ja, guck mich mal an und halt F fest. Ob du da eine Option kriegst. Nee, ich glaube, du musst es dir mit der Hand in den Kopf schießen. Ich habe Wunden vor Sorgen gedrückt. Sicher, weil ich bin jetzt gerade durch die Luft geflogen. Ja, ich habe eigentlich Wundenversorgung gedrückt. Du hast mich aber stattdessen weggeschubst. Ich dachte gar nicht, da liegt's für. Und ich habe eine Minute weniger noch Lebenszeit übrig. Also mach mal sicher, hin. Sicher, dass da nicht stand Todesstoß geben? Nein, da stand Wundenversorgung. Den finalen Stoß geben, sowas. Könntest du ich denn seh mal? Den, ich sehe den Loot Drop gar nicht. Ich mach doch! Achso, ja, ich sehe es nicht. Ist denn der? Bin ich blind? Vielleicht schon despawned? Nee, ich laufe direkt drauf zu, eigentlich. Denk dran, wenn es piept, lauf. Dafür müsste ich den überhaupt erstmal sehen, okay? Es wäre ja ganz schön, Alea, wenn du mich mal heilen würdest. Tu ich doch! Ah, wake up. Leute. So, da stehe ich. Der ist einfach weg. Nimm deine Sachen. Den hat sich schon einer weggesnackt, Leute. Echt? Bin genau in dem Punkt. Oder ist die Spawn? Hier deine Sachen. Ja, ich muss gerade mal gucken, ob ich. Nee, ich bin behandelt, ja. Ja, ich habe. Sollte ja genau gemacht. Hier sein. So, hier ist aber nicht. Wo sind denn meine Sachen? Neben mir. Ah, okay. Ja, ich hink noch. Drück einfach Tab. Aber ich habe hier ein Haus gesehen. Aufnehmen. So, dann hink ich mal weiter in die Richtung. Aber ich hink nicht mehr lang. Es ist nur noch 1%, dann fange ich wieder an zu laufen. Hinky winky. Da, da. Und Po. Ne, der muss aber noch da sein. Auf der Karte ist er doch noch drauf. Ja, aber er ist nicht da. Ich bin genau da. Jetzt bin ich, gehe ich rechts darüber über die Stadt. Vielleicht bist du einfach. Nein. Vielleicht ist es zu dunkel. Mm-mm. Mm-mm. Vielleicht bist du dann doch. Mm-mm. Ein bisschen vielleicht. Nein. Ansatzweise? Nope. Sicher? Nicht mal einen Millimeter. Okay. Aber ist gut, dass wir drüber geredet haben. Ich hab Adleraugen. Okay. Warum stehe ich gerade genau drauf? Ich hab die Fähigkeit zu sehen. Nein, war ein Scherz, ich stehe nicht drauf. Ja, war mir klar. Ich wollte mal gucken, wie du reagierst. Ganz gelassen und cool, wie ich halt so bin, ne? Ja, ja, ja.
Und ich meine, ich habe auch ein bisschen gut aussehen reagiert. Heiß, daran wird erstmal gerochen. So. Ich hab da ist. Weißt du, was cool ist? Ich laufe die ganze Zeit, ich verliere gar keine. So. Nein, ich verliere gar keine Ausdauer. Sie haben schon wieder einen neuen Bug. Jetzt verliere ich Ausdauer. Hätte ich nicht sagen sollen. Boah, wir sind noch so weit weg. Ich bin jetzt in B1. Ah, jetzt seid ihr in B1? Eieiei. Was ist denn vor mir? Weil ich laufen konnte und du nicht. Achso. Du hast mich einfach. Weil du ein alter, gebrechlicher Mann bist. Ja, ich weiß. So, warum fragst du denn dann immer noch? Hm. Das verstehe ich ja mal, dann nicht. Ich hoffe, ja mal als Antwort zu bekommen, weil du ein alter, gebrechlicher, aber liebenswerter Mensch bist. Nein. Nicht von mir. Unrealistisch, ne? Musst nicht drauf hoffen bei mir. Ja, ich weiß. Und mit dieser herben Enttäuschung laufe ich weiter. Ich bin nämlich von der Fraktion, wir mögen niemanden. Ich mag niemanden. Niemanden? Der rastet die komplett aus. Nein. Ich bin fast da. Ich sehe auch Alea wieder. Ich komme nochmal zum Loop Drop. Ich bin jetzt fast da. Warum wird der denn angezeigt, obwohl er nicht mehr da ist? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Um mich zu ärgern. Warum renne ich jetzt in Richtung Osten, wenn ich Richtung Westen muss? Ich habe keine Ahnung. Der hat sich einer vor unseren Augen weggesnackt und dann gehen die hoch. Also ich gehe dann, sehe da noch so einen grünen Punkt. Das ist gut, dass raucht. Also bei mir ist da kein Loot Drop. Das ist gut, dass du sagst, ich sehe da einen grünen Punkt, der raucht. Du weißt schon, ja. Schwarz-Weiß, ne? Aber ich sehe die rauchende Stelle. Ich sehe Alea, aber bei mir ist hier kein Loot Drop. Oh Gott, Zombie. Aber ein Zombie ist da. Ich sehe da aber was leuchten. Das ist eine Stadt, wenn du die meinst. Da hinten war ich gerade drin. Der Soll müsste ja genau. Ah, nee, das ist genau da, wo die grüne sein. Lampe ist, ja. Aber. Da ist doch was. Lieber. Wo denn? Direkt vor mir, da ist der Loot Drop. Ja, wäre schön, wenn mir irgendjemand helfen könnte. Ach so. Ich sehe keinen Loot Drop. Ja, ich sehe ihn jedenfalls. Ich sehe ihn da, auch. Da, wo es grün ist und raucht. Ich stehe direkt vor euch, Leute. Da leer prügelt gerade. Und ich jetzt auch. Also hier ist es nirgendwo grün und hier raucht es nirgendwo bei mir. Ich zeig's dir gleich. Ah, ich muss mich schnell verbinden. Ach da. Guck, hier stehe ich. Wo soll er denn sein? In welche Richtung? Ja, folg mir jetzt. Nee, sag eine Ausrichtung an, weil Norden. Ich sehe ihn wirklich. Kein Loot Drop. Du siehst ihn wirklich nicht. 0,0. Hier ist nichts. Dann der explodiert, glaube ich, aber. Nee, der piept noch nicht. Was ist das? Was? Hier ist nichts. Guck doch. Was? Du siehst den wirklich nicht? Der läuft sogar durch. Ich bin drin auf einmal. Okay. Voll auf einmal bin ich drin. Ohne ja, Karlotte. Voll geil. Magazine. Ich kann nicht viel mitnehmen, weil ich habe die ganzen Dietrüche. Ja, dann ist hier noch was drin? Ansonsten raus hier. Ne, hier ist leer. Komm raus. Ist leer, wir sind leer. Ich bin gerade aus dem Map rausgefallen. Du läufst aber noch. Du fliegst bei mir, Alea. Alea kann fliegen. cool. Ich bin sicher, dass das nicht an dem Zeug, was du geraucht hast, liegt. Ey. Ohne Witz. Ich erkenne ja wohl, eine fliegende Alea, wenn ich sie sehe, oder? Habt ihr alle Fächer durchsucht? Das ging so schnell. Ich habe alle Fächer, ja. Alleine bin ich schneller. Ich habe zwei Waffen und zweimal Muni gefunden. Sehr gut. Ich habe also zwei Pistolen. Ein Zielfernrohr für das Jagdgewehr. Das kann ich mir, glaube ich, auf meine Hunter drauf machen. Jo. Mhm.
Und ich habe gefunden ein Magazin für die Block, noch ein Magazin für die Block, ein M9-Magazin. Dort ist doch die Schrot- und MP5-Magazin. Oder? Das heißt, wir haben jetzt ein Magazin für die Pistole. Die Schrotdings? Ne, die habe ich nicht mitgenommen, die ist im Lager. Achso, okay. Ich habe gefunden eine Diegel und eine Block 21. Ich habe eine Tech 1 und eine Block 21. War ein schlechter Loop. Aber ich habe noch zwei Bögen gefunden. Ein Kodiak 60 und ein Predator 70. Gut, wir wollten ja jetzt weiter. Und ich habe 39mm Muni gefunden. Und ich habe Carbonpfeile gefunden. Seid ihr fertig mit dem Schwanzvergleich hier? Ist ja schlimm. Carbon-Pfeile. Krieg ich die Carbonpfeile? Nee, nee. Robuster leichter Pfeil ist nichts für dich. Du musst schön mit Stein schießen. Leute. Was? Leute, ihr lauft in die falsche Richtung. Wieso? Wir wollten doch zur Fabrik. Oh, stimmt. Wo ist denn die Fabrik? Im Nordosten. Rechts vom Flugfeld. Diese große, große Ding da. Das müsste die Fabrik sein. Ja, wenn ich überhaupt sehen kann. Genau. Vielleicht stehe ich auch auf einmal drin. Vielleicht stehst du auf einmal auf Alea. Was? Ich meine... Ne, lass das sein, klang lass sein, lass sein, verkehrt. Lass sein. Ja, alles gut, lass sein. Lass mal sein. Nee, tut mir leid. Stop it. Stop it. Papa? Ja? Sagst du Karina, die soll mir was zu trinken bringen? Nein. Bitte, ich hab voll den trockenen Hals. Ja, legst du selber deinen Arsch? Ja, ich spiel doch grad. Ja, dann musst du kurz gehen. Dann musst du kurz deinen... Dann muss ich aber erst runterlaufen. Glaub mir. Ich bin froh, wenn die verheiratet ist. Sobald irgendein Mann merkt, wie faul die ist, da will die so oder so keiner mehr. Genau. Nein, ich bin eigentlich nicht faul, aber ich habe mich heute schon zu viel bewegt. Ist zu warm. Da sage ich jetzt lieber nichts zu. Kai, ich wette, dir fällt was Schnippiges ein. Nee. Da bleibt dir selbst der Kommentar weg, ne? Da mache ich mich sonst strafbar. Da mache ich mich sonst strafbar. Oh. Ich habe eine Discord-Nachricht. Okay, was cordet denn der Dis so? Unnütze Sachen. Nichts, was sich lohnt durchzulesen. Okay. Ich finde das echt ätzend, dass die Nacht so dunkel ist. Ich finde es echt ätzend. Was ich für kranke Brustmuskeln habe. Boah, ist das. Bitte was? Nee, alles gut. Ich musste mich gerade selber nochmal beneißen. Was? Was? Beneißen. Du weißt, dass das man hat man definitiv niemals machen sollte. Definitiv niemals. Mich selber schön finden? Ja. Ja, warum nicht öffentlich. Also du darfst es denken, aber du darfst es nicht natürlich sagen. Klar. Nein. Nee. Sichi. Das ist kein Wunder, dass du solo bist. Ach, Quatsch. Doch, da stehen Frauen überhaupt nicht drauf. Ach. Nee. Juckt. Ja, wieso? Weiß schon. Juckt sind Schritt ich war jetzt 3 Jahre vergeben, also von daher, da hat es auch keinen gestört. Und habe ich euch jeden Tag gesagt, wie geil ich doch bin. Also von daher. Und ich habe sogar jeden Tag gesagt bekommen, wie geil ich doch bin. Und ich krieg das sogar immer noch von der Person gesagt. Was sagst du jetzt? Ich kann es gerade ein bisschen nicht fassen. Ich habe halt einfach brutale Brustmuskeln gekriegt. Das ist einfach so. Jetzt sag nicht, du sitzt oben. Ich ja sicher, weißt du, wie warm es ist? Und du spielst dir gerade an die Brustnippel. Nein, ich sitze einfach nur so und hab halt gesehen, wie krass meine Brüste sind. Da sag ich jetzt nicht so. Du weißt, wie verkehrt sich das gerade anhört, ne? Ja. Ja, hä, ist doch okay. Die sind steinhart. Die Nippel. Oh Gott. Die Nippel. Da kannst du Eier dran aufschlagen an meinen Brüsten. Wo warst du? Hast du dir jetzt wirklich Wasser holen geschickt? Nein. Nee.
Nimm dir den Lappen und trocknet weg. Und dann bringst du deiner Schwester was zu trinken. Ja, bitte! Geh selber. Ich hab voll Kopfschmerzen und ich. Ja, wenn du Kopfschmerzen. Auch... Wenn du Kopfschmerzen hast, dann solltest du alles aber nicht auf den Bildschirm gucken, dann solltest du dich ins Bett legen. Nein, bei mir. Ich hab immer Kopfschmerzen, dann dürfte ich nie auf den Bildschirm gucken. Ach so, ja dann. Dann sind deine Kopfschmerzen, die du jetzt hast, ja auch nicht so schlimm, dann kannst du auch selber was zu trinken holen. Ja, genau. Dann bist du ja Schmerzen, Kopfschmerzen gewohnt. Ach, glaub es mir, Diskussion gegen mich, ne? Die kannst du nur verlieren. Das ist ja aber ein langer Weg, ne? Ich hab 11 Jahre lang Lehrermund tot gemacht, dann schaffe ich dich auch noch. Ich find, wir sollten. Gibt's denn nicht irgendein Gadget, wo man sich Punkte. Das heißt, es heißt Gadget, okay? Gadget. Gibt es nicht irgendein Gadget? Gadget? Was man. Oder eine App? So, jetzt habe ich mich rausgeredet. Gibt es eine App, ist aber nicht gleich ein Ei, komm. Ja, kann man nicht irgendwie... Jetzt kommt, du bist über 40 zählt. In App, was die Punkte zählt? Dann könnt ihr euch die ganze Zeit Punkte vergeben. Wer gerade in Führung liegt. So. Nee, danke. Es gibt die Oldschool-Version. Da gibt es so ein weißes Viereck und so ein Zauberding. Da kann man mit schreiben. Oh, nennt sich Kuli, glaube ich, ne? Ja. Oder Bleistift. Alter, warte mal kurz. Aber wer übertreibt hier wieder seine Rolex? Was? Aber ist er am Übertreiben oder was? Wer übertreibt was? Hä? Ja, mit 50 mal rein rausgehen. Ja, ich geh mal in einen anderen Raum, das geht mir um den Sack. Ja, der dreht durch. Was? Ja, Discord. Ich bin gleichzeitig schon Discord drin, hab ich da gestummt. Und wenn einer den Raum betritt und den Raum wieder verlässt, macht sie die ganze düdüm, 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 düdüm. Vielleicht versucht jemand ein Lied zu machen. So, und dann ist er halt die ganze Zeit rein und raus gegangen. Boah, und die ganze Zeit durch düdüm, 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 düdüm. Ich habe das Gefühl, dass das nervig sein kann. Und dann musste ich mal kurz einen Kollegen fragen, der noch mit mir im Channel war, ob der Typ behindert ist. Und was hat der gesagt? Ja, keine Ahnung, was der macht. Hat er nicht einfach gesagt, ja, der ist behindert? Nee. Und ob du denn jetzt seit neuestem über behinderte Menschen drüber herziehst? Ich zieh nicht über behinderte Menschen drüber her. Nicht, was war das denn gerade? Ich habe eine Behinderung festgestellt. Ich habe mich nicht drüber lustig gemacht. Das stimmt allerdings. Da hast du recht. Wenn man es schon auf die Goldwaage legt, dann richtig. So, ich habe wieder eine Fackel. Schnauze voll. Ich dachte, ich nutze das Stillstehen mal und mache nochmal eine Fackel. Ich weiß gar nicht, wo wir hinlaufen. Zu der Fabrik. Wo ist denn hier eine Fabrik da? Dieser riesen Fleck, der da von uns im Nordosten ist. Der Turm, der da hinten ist. Ja, der Turm. Warum? Ich glaube, ich bin abgestürzt. Das ist der Turm des Nordens? Ja, sozusagen. Ja. Und ich bin abgestürzt. Wieso? Ich weiß es nicht. Ja. Ich stehe. Ich friese. Warte, ich halte dich an. Du läufst bei uns. Nee, ich friere. Ja, vielleicht laufe ich. Indirekt laufe ich vielleicht noch, aber ich sehe nichts mehr. Steht still. Grafik steht still. Also, wenn du gleich irgendeinen Abhang runterfällst, dann weißt du Bescheid. Da weiß ich Bescheid. Jetzt spammt er mich jetzt zu, dann gibt's Bomben. Nicht so aggressiv. Kannst du mal mit versuchen, dass dein Vater stehen bleibt? Das funktioniert nicht. Ich bin ein Roboter. Seitdem ich schlag den und dann hat er eine Wunde und nachher kann er sich nicht verbinden. Und dann ist er tot. Geh doch einfach rein und raus, Papa. Nee, ich habe eine Fehlermeldung. Das habe ich ja gerade versucht. Ich habe eine Fehlermeldung und ich komme nicht in meine Taskliste rein. Soll ich dich schlagen? Nein. Alter, man holt dich nicht mal mehr ein. Wie schnell rennst du? Ich sag doch, ich bin ein Roboter. Also du hast auf jeden Fall unendlich Ausdauer mittlerweile. Mann, ich komm an diese blöde Taskleiste nicht dran. Aber du bist auf jeden Fall gleich in der Fabrik drin, ne? Das ist sehr gut. Dann laufe ich wahrscheinlich noch den Roboter unter die Füße durch. Ja, aber du kannst ja dann für uns ablenken. Genau. Ich komme nicht an diesen blöden... Aha, jetzt ist es aus. Du läufst immer noch.
Ja, ich bin ja auch ein Roboter, hab ich doch gesagt. In the night, he's running. Und er ist weg. So, jetzt bin ich raus, ja. In the night. Ja, wir müssen erstmal gucken, dass die Drohne weg ist, bevor wir da näher rangehen, sonst sieht der Roboter uns direkt. Ja, das passt ja ganz gut, dass ich gerade erst wieder ins Spiel gehe. Du musst einfach nur warten. Du hast dich als auf die abgeschossen. Was? Ey, ich kann dir jetzt deine Pfeile klauen. Der ist mit deinen Pfeilen weggeflogen. Wie? Der hat da meinen Rucksack gegriffen, hat die Pfeile ausgenommen und ist weggeflogen. Wie? Ja? Ja. Hä? Ja? Ja, das hast du davon. Wenn du hier so aufmupst. So, also er lädt wieder. Ich drück auf Fortsetzen, aber ich nutze die Gelegenheit und ende gleich mal die Folge. Bis dann, tschüss. Ich fände ihn nicht überhaupt kaputt.